Ja, herzlichen Glückwunsch. Nein, nicht herzlichen Glückwunsch. Schon mal noch. Geht das schon los? Herzlichen Glückwunsch. Ja, herzlich willkommen wieder zu Grubi, unserem Heimkino-Kanal. Neben mir ist der Stefan. Und der Stefan hat mich sehr freundlich begrüßt mit seinem Lieblingsrotwein. Genau. Ja, wir sind nämlich bei ihm zu Hause im Hintergrund. Und das wird sich, glaube ich, wie so ein roter Faden hier durch unser Video hier ziehen werden. Ist schon Oscar-Musik. Und hier habe ich wirklich einen ziemlich positiv verrückten, wir sagen auch schon mal bekloppten Fan von Filmen, von Hollywood und allem, was dazugehört. Und das wird er uns mal zeigen, weil er hat nämlich einiges hier an schönen, kleinen, feinen Utensilien. Da oben gucke ich beispielsweise auch schon mal ein großes Utensil an. Das ist wer da oben? Das ist eine Sturmtruppe. Also ich glaube, dass der nicht echt ist. Der bewegt sich zumindest nicht, aber das ist er erschrickt. Ja, ich wollte sagen, je nachdem, wer hier mal reinkommt, weiß der nicht, was hier los ist. Ne? Genau, die Katze. Genau, die Katze, okay, wer auch immer. Also, wir haben hier einiges an Technik und ich habe auch, als wir hier so ein bisschen durch den Raum gegangen sind, denn man muss sagen, du lebst jetzt hier seit wie vielen Jahren? Acht Jahre. Und ich kenne ihn schon etwas länger. Wir kennen uns jetzt mittlerweile seit 15. 15 haben wir festgestellt. Seit 15 Jahren kennen wir uns. Er war einer unserer ersten Kunden, der dann auch einen der ersten Heimkinoprojektoren hatte, der da war. Ein Sanyo. Den kramen wir gleich nochmal raus. Ja, machen wir. Ja. Also es wird heute wahrscheinlich ein schöner, gemütlicher Abend werden, wo wir unter anderem auch feststellen, dass man sogar unsere Kinosessel so anpassen kann, dass sie natürlich mehr als nur ein Glas Bier aufnehmen können. Genau. Das sind auch so kleine Details. Wobei, pass auf, wir machen mal folgende Sachen, da haben wir gar nicht drüber gesprochen. Du hast ja hier relativ viel mit Alexa-Steuerung. Ne? Ja. Und was ich ja ziemlich cool finde, bei dir fährt also der Rasenroboter, den kannst du auch mit einer App steuern. Ja. Und dann hast du eine Sprinkleranlage für deinen Rasen hier. Genau. Die erkennt, dass also unter anderem die nicht sprenkeln muss, wenn es gerade geregnet hat, wie heute. Genau. Das macht die alles. Das macht die. Und die macht auch die Prognose, also wenn morgen es regnen soll und die Wahrscheinlichkeit größer als 85% ist, was du einstellen kannst, dann sprenkelt die auch nicht. Dann will die ja Wasser sparen. Und das Geile ist, das macht die alles dann noch mit dieser schönen Musik im Hintergrund. Da müssen wir mich dann auch weitermachen, damit ich den roten, ne? Damit ich das. Das ist einer von unseren 360-Grad-Lautsprechern. Kurz mal runtergehalten. Wir zeigen dir noch mal in der Nahaufnahme. Das ist einer. Du hast hier aber mittlerweile zwei Zonen eingerichtet, ne? Ja, da in der, im Gartenhaus ist noch eine. Genau. Du hörst also auch gerne Musik, wenn der Rasenmäher fährt, wenn die Sprenkleranlage ist. Und das alles steuerst du mit Sonos. Genau. Und auch wiederum mit Alexa. Ja, also Alexa ist ja meistens drin, die kommt noch nicht raus. Ah, okay. Das ist auch in Ordnung so. Und, aber wir haben hier, das kann man jetzt nicht sehen, da ist eine Garten-Lounge-Geschichte, aber es regnet, deswegen ist die abgedeckt. Und dann können wir da Fernsehen gucken draußen und die Musik vom Fernsehen geht auch über diese Boxen, also über ehemals deine Box, die ich dann für Geld dir abgenommen habe, oder über die dahin. So ja, hat er schon gesagt. Ja, wir sind uns da einig geworden. Genau. Es gibt also noch eine zweite. Ich würde sagen, wir gehen mal so langsam Richtung der Küche. Ich weiß nicht, ob das jetzt so geht in einem Stück. Wenn wir über das Thema Film reden, wann ging das bei dir los? Das ist eine schwierige Frage. Ich würde sagen, so mit 11, 12. Ja? Ja, ja. Also es gab einen Film von einem französischen Regisseur, François Truffaut, den ich auch immer besuche, wenn ich in Paris bin. Also der Mann lebt nicht mehr, deswegen ist das mit dem Besuch einfacher. Also es ist ein sehr einseitiger Besuch. Sehr einseitig, ja, ja. Der hat einen Film gemacht, der hieß Die amerikanische Nacht, über einen französischen Regisseur. Mhm. Und über das, was im Film so passiert. Und da, glaube ich, habe ich die Liebe zum Film entdeckt. Und bist du hier in der Gegend groß geworden? In Mönchengladbach. Mönchengladbach? Ja, ja. Also das heißt, du kennst dann noch ein paar Kinos in Mönchengladbach? Oder wie war das? Ja, ja. Wann warst du da? Viersen, Dülken, das ist meine Heimat. Und da gab es ein Kino, so wie man noch früher diese Kinos hatte, ne? Quasi ein großes und ein kleines. Und da, ja, also 12, 13. Bud Spencer, ja? Zwei Himmelhunde auf dem Weg zur Hölle. Und ja, wir können sagen, dass du ganz knapp. Und dann kam der Profi mit Belmondo. Entschuldigung, ich wollte ihn nicht. Ja, aufhören. Der war sehr geil. Dann kam der Profi mit Belmondo. Ja. Und dann kam auch Filmmusik. Da hatte Morricone dieses Tolle. Und dann hat sich quasi die zweite Leidenschaft bei mir, diese Filmmusik-Leidenschaft, entwickelt. So dass es die Filme und die Musik sind. Man kann auch sagen, dass du dir das Hobby erlaubst, dass du ab und zu mal auch berühmte Filmorte besuchst. Ja, ja, ja. Das ist doch richtig, oder? Ja, also wenn ich da bin. Die machen gerne in den USA Urlaub. Und dann habe ich in L.A. immer ein, zwei Tage, wo ich quasi die Studios besuche und Orte besuche, wo gedreht wurde. Und du hast mir mal ein sehr schönes Foto geschickt, da hatte ich einen großen Neid. Das war von einem Film mit Harrison Ford. Ja. Sag mir noch mal bitte, wie das Haus heißt. Das ist das Bradbury Building in L.A., in Downtown L.A. Das liegt in der Nähe der Union Station. Da ist auch viel gedreht, also da ist auch Blade Runner gedreht worden. Und dieses Bradbury Building ist da, wo diese berühmten Szenen gedreht worden sind, wo es dann nachher ein bisschen düster wird.
hat. Wo der Puppenmacher lebte. Wo das Ding aussieht, das ist abgenau. Genau, wo das Wasser von oben runter tropft und so weiter. Und das war keine Kulisse, das war wirklich ein echtes Haus. Das ist ein echtes Haus, da wird auch viel gedreht. Justin Timberlake hat da gerade ein Musikvideo gedreht und viele andere Sachen. Ja. Aber für mich ist Blade Runner einer der absoluten Top-10-Filme. So, und deswegen musste ich da natürlich hin. Ne? Okay, wenn wir jetzt mal weitergehen durch diese wunderschönen Räumlichkeiten. Hier, Achtung, Stufe, mal ganz langsam. Ja, man sieht ja gleich plötzlich den Himmel und nicht mehr uns. Hier ist auch eine ganze Menge an Utensilien im ganzen Haus verteilt. Also wir gehen mal hier vorne hin. Das ist beispielsweise, dreh dich mal bitte in die Richtung. Genau, wunderbar. Hier haben wir beispielsweise, und dann geht das los. Man fällt auf, wenn man reinkommt, du hast eine ganze Menge Bilder von Schauspielern. Ja. Und zwar im ganzen Haus verteilt. Ja, es gibt noch ein Örtchen, das zeige ich dir gleich, da hängt auch ein Regisseur, aber sonst sind es Schauspieler. Ja, ne? Ja. Okay. Und das ist jetzt hier, was hast du gesagt, die Trinkerecke? Ja, genau, das ist meine Bar. Die hat unten auch noch ein Fach. Und damit ich nicht immer alleine trinke, habe ich quasi den Roger gefragt, ob er mitkommt, und den Sean gefragt, ob er mittrinken möchte. Und wie weit hast du Schauspieler in deinem wahren Leben schon mal gesehen und getroffen? Außer dass hier am Friedhof war? Das ist eine gute Frage. So ein paar Deutsche vielleicht, aber also das große Hollywood ist mir, ist quasi, hängt nur quasi. Hängt da. Hier und hast du in Form von bewegten Bildern. Die Autogramme, die du hier hast, wo kriegst du sowas her? Wo bist du sicher, dass die alle echt sind? Also man ist sich nie sicher, ob die echt sind. Man muss glauben, dass die echt sind. Das ist schon mal die erste Regel. Ja. So, und dann muss man schauen, wenn man die kauft, ich habe die über Händler gekauft, dass die dir eine Story erzählen, die halbwegs plausibel ist. So, also das hier war die Sammlung, die ich gekauft habe, sind zwei große Sammlungen, waren von einem älteren deutschen Herrn, der die verkauft hat, dann, weil er, glaube ich, der war an die 80. Und da habe ich die Listen gehabt, die waren alle mit Schreibmaschine geschrieben und die hat er dann alle quasi nummeriert und sowas. Der hat in den 70er, 80ern nach Los Angeles geschrieben und hat quasi um Autogramme gebeten. Und dann hat er diese Sachen so zurückbekommen. Und vielleicht sind sie echt, vielleicht sind sie nicht echt. Für mich sind sie echt. Und dann habe ich die natürlich schön rahmen lassen. Okay, und dann sieht es gut aus. Hast du mal gezählt, wie viel du insgesamt hast? Nee. Was schätzt du? Weil das ist ja noch viel mehr. Komm, ja, 300, 400. Wollen wir mal weitergehen. Also, hier, das ist beispielsweise etwas, das habe ich beim letzten Besuch gesehen. Ich denke, das gibt es ja gar nicht. Wer kennt von euch den Film The Walk? So, jetzt könnt ihr mir dummerweise nicht antworten. Aber der Film The Walk ist ein Film, der handelt von einem, war richtig, Franzose, der die total bekloppte Idee damals hatte, ein Seil zu spannen bei den gerade fertiggestellten World Trade Center Türmen und ist dann wirklich über dieses Seil gelaufen. Und davon gibt es zwei Sachen, zwei Filme. Einmal eine Doku. Ja. Und Man on Film. Wire? Wie heißt der? Man on Wire. Man on Wire. Also Mann großer Tipp von mir, Man on Wire schauen. Die Dokumentation hat mich noch ein bisschen mehr berührt als der Film. Ja, und der Film ist gerade für die alle spannend, die an sich testen wollen, wie weit sie höhenkompatibel sind oder nicht. Weil ich weiß, dass Leute wirklich aus dem Film rausgegangen sind, weil der ist noch in 3D. Ja. Und wenn der da über das Seil läuft, das haben die so echt gemacht. Und da war ein Fotograf bei, sein bester Kumpel. Ja. Damals der beste Kumpel, weil du hast den getroffen, den Fotografen. Ja, ich habe den ausfindig gemacht und habe dann gefragt, ob ich Fotos haben kann. Er hat fotografiert und nach dieser Aktion ist er, also der Wirewalker PT, der hat sich verkracht mit ihm. Das war eine lange Männerfreundschaft. Der eine wurde der Superstar und dann irgendwie hat es nicht mehr zusammengepasst. So, ich habe ihn immer angeschrieben und dann habe ich die Sachen von ihm gekauft und dann sagt er zu mir, wenn du mal in Paris bist, dann komm doch mal vorbei. Und dann habe ich ihn tatsächlich getroffen. Eine halbe Stunde nur kurz gesprochen. Der Mann war immer noch richtig angetan davon, dass diese Freundschaft zerbrochen ist. Er hat mir erzählt, dass dieser Man on Wire die Premiere hat, wurde er noch nicht mal eingeladen und so weiter. Also ob es mittlerweile besser ist, I don't know. Aber es waren Und es leben beide noch, also man glaubt es kaum, weil der gute Mann, der da über das Drahtseil gelaufen ist, könnt ihr auch mal recherchieren, der lebt heute noch und der hat irre Sachen gemacht. Ich glaube, Osterinseln ist ja mal drüber gelaufen und so ganz verrückte Orte hat er da gesucht. Und er lebt heute noch, ist weit über 60. Und das sind zwei Originalbilder, also wenn ihr den Film gesehen habt, schauen wir mal kurz, das sind zwei Originalbilder, die der damals sein bester Freund gemacht hat, wie der da drüber läuft und wie er hier eben sitzt. Und wenn man den Film gesehen hat, weiß man, irgendwann kommt die Polizei und versucht, ihn da vom Seil runterzuholen. Ja, also das war schon, fand ich schon sehr ergreifend, muss ich sagen. Tolles Dokument. War ein toller Film. Ja, toll. So, Tür zu und gleichzeitig wieder eine ganze Menge mehr an Motiven. Hast du irgendeine Sortierung oder einfach so, wie die gekommen sind? Ja, ich habe die schon sortiert. Das ist halt schwierig. Ich habe dann geguckt,
jetzt bitte nicht lachen, sowas passt farblich irgendwie. Ja, klar. Und dann habe ich hier gesagt, okay, da nehme ich viele von den Deutschen. Ja. Oben, ne, Erik Ode, Lemke mit dem Schwein, ja. Kuhlenkampf. Ach Gott, die meisten werden noch nicht kennen, die wir jetzt ja, hier gerade dann Regisseure. Ja. Ne, und John Carpenter? Ja, ja, genau. John Carpenter. Lass mal loslegen. Pass auf, John Carpenter, die kennen wir auch. Das ist die Sophia. Wer ist er? Richard Attenborough. Das war der gute Mann, der später bei Jurassic Park da noch rumgelaufen ist, ja. Als der Professor. Ja. Der ist nämlich auch Regisseur. Ja. Dann haben wir hier, das ist Cinnamon, ne? Fred genau. Cinnamon, ne? Genau. Das war ein Deutscher, ne? Ja, hat er nicht Österreicher. War das 12 Uhr? Heino, ne? Genau. Milos Forman, Amadeus. Milos Forman, ja. Dann haben wir ihn hier, das ist Harry und Sally. Genau, Rob Reiner. Rob Reiner, was haben wir hier? Das Sir Richard Attenborough nochmal. Nochmal, da ist er schon ein bisschen älter geworden. Ja, genau, der Sinnemann ist auch zweimal, das Louis ja. Mal. Okay. Franzose. So, das ist der Das ist der große Federico Fellini. Fellini. Das ist Jutta Speidel aus Fleisch. Speidel aus dem Film Fleisch, ne? Ja. Kuhlenkampf und Erda. Und was haben wir hier noch da? Marlene, ja, hier sind ein paar wirklich ganz, ganz tolle. Rock Hudson. Clark Gable. Gary Cooper. Ja, sehr, sehr cool. Sehr, sehr cool. Das ist doch mal, Moment, wer ist das nochmal? Das ist nicht Douglas, ne? Wer ist das? Fängt mit Charlton an. Charlton Heston. Genau. Ja, ich kann noch mitmachen. Er hier ist Peter Ustinov. Er ist, ihn mag ich, ja, aber ihn mag ich ja so aus dieser DDR-Film. Top Secret aus dieser Verarschung. Ja, ja. Wie heißt du? Ich heiße Waltraut. Das ist so viel wie die sich, das bedeutet so viel wie die sich in den Wald traut. Genau. Nie vergessener Satz. Ja, schön. Okay, also, wir haben noch eine Menge mehr zu zeigen. Was wir aber trotzdem zeigen wollen, ist natürlich auch Technik. Weil du hast ja dir ein Kino eingerichtet dann in diesem Haus hier. Damals war ja schon so, dass du ein Kino, du hattest einen Rückprojektionsfernseher von Optoma. Genau. Den haben wir leider nicht mehr, sonst hätten wir schon fast so einen kleinen historischen Rundgang machen können. Ja, ich habe ihn leider entsorgt. Ne, leider entsorgt, der kleine flache. Vorschriftsmäßig, genau. Und dann hast du dir aber jetzt hier doch einen relativ großen Fernseher gegönnt und wir haben eine Monitor-Audio-Anlage, nämlich mit Lautsprechern, richtig? War Monitor-Audio? Ja. Das sind hier vorne 3 Stück, hinten hast du nochmal 2, sodass also auch in diesem Raum hier eine ganze Menge mit Musik gemacht werden kann. Ne? Genau. War wichtig, ne? Genau, du bist ja auch relativ häufig hier oben. Genau, also ja, ist so, aber unten ist schon der Raum, um Musik zu hören. Aber klar, du willst im Wohnzimmer auch einigermaßen gescheiten Ton haben. Das heißt, du gehst wirklich runter ins Kino und hörst nur Musik? Ja. Dann hast du eine schwarze Leinwand oder das Oppo-Logo oder was hast du dann da? Ja, also oder entspannst einfach nur? Du hast, wirst du gleich sehen, der Oppo macht dann ein blaues Licht und blendet das Cover ein. Ja. Und dann erfreue ich mich an den Datenraten, weil das so... Ich hab ja so UHD-Musik, nicht UHD, sondern HD-Musik. Ja. Und dann sind halt höhere Datenraten da, die kann man dann gucken. Aber eigentlich sitze ich da und trinke vielleicht einen Rotwein und höre dann Musik. Jetzt auch nicht ewig, aber so eine halbe Stunde, Stunde schon. Hatte schon Gründe, dass wir die Sitze extra umgebaut haben. Hatte schon Gründe. Komm, lass uns mal eben gucken. Wir haben hier unten Sonos. Du hast alles mit Apple hier. Ne? Ist richtig viel, ne? Mit Apple. Das heißt, du kannst die ganze Sache hier vernetzt nutzen. Musik kannst du steuern über Alexa und ansonsten übers Tablet. Wie machst du das? Ja, ne? Genau, also die Musik über das iPhone, übers Tablet. Es gibt eine Hausautomatik, also Rollos und Licht und so ein Gedöns. Geht auch alles über entweder Alexa oder Tablet, auf was man mehr Bock hat, weil Alexa ist teilweise ein bisschen, also die braucht noch ein bisschen, um alles zu verstehen und dann hast du doch den Griff. Ach gut, das kennt man. Das, genau. Alexa. Mhm. Okay, genau. Weiter. So, ja, und ja. Habe ich die Frage damit ausgehört? Ja, weil er hat, wir müssen jetzt aufpassen, dass wir vielleicht sogar gleich Pieps drüberlegen müssen, weil bei irgendeinem Video hatten wir das Problem, dass alle, die eine Alexa hatten, ach so, und wenn ich dann sage, Alexa, mach mal, dann ging bei allen das Licht aus oder die Rollade runter und so, also müssen wir sonst Piepser machen. Aber du sagst immer, Alexa, ich bin jetzt weg oder sowas in der Art, dann geht hier alles aus, dann gehen hier die Rollladen runter, Licht geht aus oder geht an und solche Sachen. Ne? Also der hat, es gibt so mehr... Verschiedene Szenarien. Genau, es gibt so Routinen, du sagst ja, ich bin weg und dann macht die Rollos runter, Licht aus, Musik aus und... verrammelt und wenn man dann wieder da ist, dann sagt man ihr das Gegenteil und dann versteht die das auch und dann begrüßt sie einen. Das hat man der natürlich beigebracht, das sind jetzt keine wirklichen Gefühle. Und dann macht sie alles wieder hoch und dann das Licht an, je nachdem, wie du das haben willst. Ne? Das hilft schön. Schon. Das hilft schon. Ja. Wie viele von den Dingern hast du im ganzen Haus? Muss ich zählen? Ich glaube 4 oder 5. Da wirst du jetzt mal wieder Kommentare unter YouTube lesen, doch ich sag's dir doch. Das wird rund gehen. Ja, das ist sehr schön. Okay, dann würde ich sagen, wir gehen mal weiter und lassen den guten Frank mal eben durchatmen, auch zu seinem Rotweinglas greifen und wir machen uns mal eben weiter an diesem guten Schluck hier. So, ist gar nicht gestellt.
wir zeigen mal eben, weil ich habe gesagt, Moment mal, hier die Tür auf, das müssen wir unbedingt auch noch zeigen hier. Denn das ist hier, da sind auch schon mal ein paar Superstars hier, ne? Ja, den ja. mag ich ja unheimlich gerne hier. Ernest Borgnine. Ernest Borgnine, ja, das war so eigentlich meistens immer so ein, wie heißt das mal, so ein B-Movie-Darsteller. War selten der Hauptdarsteller, aber war, irgendwie hat er immer die Rollen da so ja. gehabt, die so euch das Poseidon Ganze getragen. Inferno. Genau, Poseidon Inferno. Und Flammendes Inferno war nicht auch sogar dabei? Das kann sein. Bei den ganzen Inferno-Filmen, ne? Das kann sein. Genau, und dann, ich glaube, der war noch dabei bei diesen Airport-Filmen. War der nicht auch dabei, wo die da die Jumbos unter Wasser? Nee, das war Kennedy. Ah, das war jemand anderes. Ja, der ist auch so ein B-Movie. Ähnlich, das ist auch so ähnlich, ja, ja, ne? Genau. Wer ist die Süße? Das ist Brigitte Bardot. Oh, okay, gut. Also sehr, sehr schön. Guck mal, Erdkollege hier. Früher, als wir alle noch klein waren, gab es mal eine Serie, die hieß MI5, die hieß The Professionals. Nee. Diese englischen nee. TV-Cops. Nee. Und in House am Eaton Place war er der Oberkampf. Echt? Ja, ja. Na, die fand ich immer sehr träge. Ich habe immer Kettwiesel geguckt. Okay. Kennst du der Kettwiesel? Kenn ich. Der könnte ein bisschen Ähnlichkeit gehabt haben, ne? Ja, ja. ja. Das war so meine Sache. Schickes Ding. Sehr schön. So, wir müssen, was heißt wir müssen nicht, aber wir gehen mal nach oben, weil ich habe ja gesagt, oder vorhin haben wir ja gesehen, dass da ja so ein... wie heißt der nochmal, der Sternentrooper da ist, genau. ein Star Wars Trooper ist. Und wir gucken uns mal an, was da noch sein sollte, weil da ist noch ein bisschen mehr. Was man sieht ist, egal wo man hinschaut, selbst auf den Klos sind natürlich auch Bilder. Also unten am Gästeklo hat mich dann der große François Truffaut. Genau, sonst kriegst du noch was Wein. François. Später der Abend, umso runder das Französische. Der das wird wahrscheinlich so sein. Hier sind wieder sehr, sehr schöne ja, Motive. Apokalypse auch. Vater von, der sieht eigentlich genauso aus wie sein Sohn jetzt. Das stimmt. Ne? Das ist irre, das ne? stimmt, das stimmt. Damals sah der echt so aus. Es ist das Martin Sheen ist ja, das, ne? Ja. Das ist übrigens ein Film, wenn wir irgendwann mal über das Thema Kino nochmal reden. Ja. Den habe ich unten im Kino nochmal gesehen. Ja. Das sind die, die ich früher dann quasi erst in meinem Fernsehen gesehen habe. VHS-Kassette. Genau. Wenn man den dann nochmal mit seiner ganzen Intensität und dem Sound und dem verrückten Brando im Heimkino sieht, das ist schon toll. Ich habe vorhin das Beispiel genannt. Ich bin vor 2 Wochen nämlich in der Philharmonie gewesen. Dort habe ich einen Komponisten beiwohnen dürfen, der dort Songs hat. Das war Chris Powell. Der hat Musik geschrieben für sehr viele Animationsfilme, von Ice Age bis hin zu Shrek, bis hin zu Drachenzähmen leicht gemacht und dann auch jetzt gerade aktuell Solo, den Soundtrack. Und man sieht, mit welchem Aufwand die dort mit 60, 70, 80 Leuten, Orchester und natürlich noch Chor, also diese Soundtracks machen. Und dann hört der ein oder andere, und ich hoffe mal nicht, dass es jetzt irgendein Zuschauer dabei, das Ganze zu Hause nur auf einem 2x3 Watt Lautsprecher, dann ist das wirklich, um es mal nett auszudrücken, sehr bedauerlich. Also, dass da an Intensität in Form von Bild, Klang, Emotionen geweckt werden kann und gemacht ist, das ist einfach fantastisch. Und der Film ist ja nun mehrfach auch überarbeitet worden und weiß nicht, der ist ja mittlerweile in einer Wahnsinnsversion mittlerweile verfügbar. Ich glaube, der läuft, der so gut lief der noch niemals damals im Kino. Ne? Restauriert und was die nicht alles mit dem gemacht kann haben. Kann sein, es gibt eine Redux-Version. Genau, gibt es ja irre Version. Ne? Aber allein die Anfangssequenz. In der ja. Anfangssequenz sagt man, ich glaube, das stimmt auch, dass der Martin Sheen selber in einem Rausch war. Und so spielt ja, das er konnte das schon auch. Mal passieren da auf der Insel. Das konnte passieren, aber das spielt in einem Hotelzimmer und da hörst du so Doors-Musik hinten und der verletzt sich dann auch selber. Es ist wirklich, sieht sehr authentisch aus. Was haben wir noch hier? Das ist Frank Sinatra. Genau. Dann haben wir hier seinen besten Kumpel. Das ist hier Red Pack, ne? Ja, ja. Kann man sagen. Ne? Genau. Ach, guck mal, er hier, der passt ja irgendwie gar nicht da nee, rein. Ne? Der war dann noch über. Aber das ist die das Martin, ist den habe ich letztes Jahr auch besucht, vorletztes Jahr. Der kann aber nicht mehr weglaufen. Der kann ja, auch nicht mehr, ne? Aber trotzdem, war mir wichtig. Ich habe früher, habe ich seine Musik auch sehr gemocht. Sammy Davis, Frank Sinatra. Hildegard Knef. Ja, Tappert. Hildegard Knef übrigens, Entschuldigung, wenn ich dich dauernd unterbreche, erzähl. Aber die für mich so eine, sagen wir mal, verkannter deutscher Star. Hollywood, hast du das Chinese Theater, wo die ganzen Abdrücke im Asphalt sind. Ein deutscher Star, einer. Einer nur? Einer. Hildegard Knef. Nee. Sonst nichts. Mit was für ein Film denn da? Naja, die hat ja, die war in den 50ern ja drüben und hat 2, 3 Filme gedreht. Ich weiß, du machst diese Geschichte ja nicht für einen Film, sondern du wirst als Star gefeiert. Ja, dann, die war am Broadway, okay, das ist jetzt nicht unbedingt ein Film. Aber sie hat ein paar Filme, die sehr erfolgreich waren. Sie hieß in den USA auch nicht Knef, weil die das nicht aussprechen wollen, sondern Neff. Also wenn man dann guckt, also vor dem Chinese Theater oben links, ist ihr Eindruck. Einziger deutscher neben... Dann hast du quasi Sean Connery und Meryl Streep und so weiter und Hildegard Knef. So, genug geredet. Ja, Poseidon Inferno oder Poseidon Adventure nannte sich das, ne? War dabei, ne? Und
Das ist aber nicht das Omen, ne? Nee, das ist Die Wildgänse kommen. Ah, das war auch ein geiler Film. Ja. Die Wildgänse kommen. Also für alle die, die jetzt vielleicht so ein bisschen mit so am Schwärmen sind, Wildgänse kommen war ein Film von Erwin C. Dietrich. Das war ein Schweizer Produzent und so. Der hatte diese Superstars, die damals wirklich Superstars waren, alle zusammengekommen. Ja. Das ist so ein bisschen so der Vorläufer von Expandables vielleicht. Ja, ja, genau. Ne, weißt du, da waren so alle Superstars waren da. Und dann musste da irgend so einen afrikanischen Diktator befreien und was nicht alles. Und ich hatte bei uns in der Schule, in der Realschule, hatte ich die Aufgabe, immer den Monatsfilm im Kino zu zeigen. Und da habe ich mal gesagt, ach, dann holen wir doch mal Wildgänse. Und hat dann irgendwann so nach den ersten 20 Minuten der Lehrer gesagt, sag mal, was hast du da eigentlich für einen Film ausgesucht? Der war ja ab 16, glaube ich, gewesen. Und wir waren in der Realschule, da waren relativ wenig 16-Jährige. Also der ist mir ewig in Erinnerung geblieben. Ein toller Film, der ist auch, glaube ich, wieder restauriert rausgekommen, wenn ich mich täusche. Sollte man gucken, so ein Vorläufer dieser ganzen Soldaten, Soldier, wie heißt der, Söldnerfilme und sowas. Ja, ja, genau. Das war so eine richtige Welle, die da danach kam. Ist auch eine kam, Söldnergeschichte. Ne? Genau. Gab es noch eine Fortsetzung ich sogar. Für zwei Filmmusik Schallplatten mal richtig viel Geld ausgegeben. Ne? Ja? Damals, ja, ja, 60 Mark, also unvorstellbare Summe, als ich klein war. Man musste eine Menge Rasenmäher mähen. Für die Wildgänse kommen, für die Platte. Echt? Zweite. Die Musik, du? Ja. Ja, wenn du den Film magst, okay. Und dann hast du diese. Ist das Profi? Das ist der Profi, das ist Jean-Paul Belmondo. Profi auch. Unbedingt mal gucken. Ich weiß nicht, ob das heute mittlerweile alles auf Netflix oder Amazon ist. Damit wir fallen heute Abend noch ein paar Filme ein, glaube ich. Ja, ja. Wir echt mal wieder langer Zeit mal wieder gucken müssen. Toll. Profi war ein tolles Ding. Ja, ja. Da gab es so eine Szene mit einer Spitzhacke, glaube ich. Kann das sein? Da gab es die Szene, die ist ein bisschen so, später mit der Spitzhacke, ne? Wenn er quasi rausläuft. Ich wollte das sagen, irgendwas Musik. War da. Ja, war eine tolle Musik. Ja. So, was haben wir hier? Das ist aber ein schick hier Raum, ne? Ja, ja, das ist das Spielezimmer der Kinder. Was man sieht, da ist quasi ein 1:2 Maßstab. Hast du selber gebaut oder die Kids? Nein, also mein Sohn hat den gebaut und ganz wirklich ohne Anleitung. Der hat sich die Steine besorgt, hat sehr viel Steine, hat den komplett ohne Anleitung gebaut. Der ist quasi so, wie er ihn sich vorgestellt hat, aber nicht nach der Lego-Anleitung. Nee. Ja. Wie lange hat er dafür gebraucht? Ja, ganz lange. Und ab und zu leider wurde der mal zerstört, zweimal. Einmal von seiner Schwester und einmal von jemandem, der hier Gast war. Das war dramatisch, die Restauration. Der hier Gast war, der wird noch gesucht, oder? Ja, ja, doch. Der Garten ist groß. Ja, ja, ja. Genau. Und die Schwester ist auch nicht mehr da. Ja, die kommt aber immer wieder. Okay, so, dann haben wir hier noch ein bisschen mehr an Lego. Ja, und dann, wenn wir uns umdrehen... Der Lukas hat gesagt, er baut hier so eine Star Wars. Wie findest du den neuen Star Wars? Hast du alle gesehen? Ja. Solo auch? Ja, nee, Solo nicht. Solo, ich habe so viel Schlimmes gehört. Für mich ist Star Wars... Solo ging aber noch. Ich fand viel schlimmer die Nummer... ja, ja, die Nummer geht 8. Gar nicht. Die 8, die ging gar nicht. Ja. Also wenn du so wie ich, eines der ersten Kinoerlebnisse, denen ich eben erzählt habe, war natürlich Star Wars 4. Ja. Dann tust du dich mit dem neuen sowieso generell wahnsinnig schwer. Rocky One fand ich ziemlich cool. Ja, Rock One war gut. Der Rock One war gut, ne? Gar keine Frage. Gut gemachtes Kino. Mhm. Ja, ja. Mhm. Meine Frau war ganz traurig, dass nein, ich darf jetzt nichts spoilern. Jetzt sind hier eine ganze Menge, was ist das? DVDs, Blu-rays. Das heißt, du gehst abends dann schon mal erstmal hier hin, suchst dir dann einen Film aus und gehst dann zwei Etagen tiefer. Ja. Ja, ich habe aber von all denen mir auch Sicherungskopien gemacht, sodass ich es aus dem Netz gucken kann. Sind aber ein paar schöne Sonderversionen dabei, ne? Ja, 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 ja. Also, hast du eine Idee, wie viel mittlerweile? Ne, nein, das ist am besten, wenn man das quasi sammelt, dass man nicht schaut, wie viel das ist, weil man sich sonst irgendwann vielleicht zu sehr ärgert, was man da ausgegeben hat. Ja, vielleicht. Oh ja. Schön. Ich habe, weil ich ihn gerade sehe, auch noch mal ein kleiner Filmtipp. Ab und zu mal rutscht mir auch ein Filmtipp raus. Jetzt muss ich auch noch mal sagen, wie war das jetzt? Windy River, Stormy River, was hast du jetzt gerade geholt? Stormy River und Stormy River und Sicario 1 und 2. Ja, also Stormy River habe ich gestern Abend gesehen. Ich mag ihn auch als Schauspieler sehr gerne. Das ist er ja, ne? Das ist Jeremy Renner. Der kann noch mehr als nur Superhelden sein. Toller Film, spannender Film, coole Geschichte, toll erzählt. Das war ein tolles Ding. Gut, ich würde sagen, jetzt haben wir genug mal gequatscht. Ich glaube, das war das längste Vorspiel. Ja, also bevor wir zum Kino gehen. Und wir gehen jetzt mal wieder zwei Etagen tiefer, weil unten im Keller hast du dir dann auch eigentlich schon am ersten Tag auch eingeplant gehabt, ne? Als das Haus geplant war. Ja, ne? Das war doch sicher. Ne? Nein, also das war geplant, als ich das Haus gemacht habe, war klar, da kommt ein Kinoraum hin. Ich ärgere mich ein bisschen, weil das Haus hätte einen größeren Raum zugelassen. Ja. Aber du hast noch einen Garten. Ja, es ist jetzt... Kann man noch was reinbuddeln. Ja, es reicht jetzt. Okay, wir gehen mal. Schauen wir mal. Ja. Wobei, du musst noch einmal hier bei den James Bonds gucken. So, einen haben wir noch. Hier
sind alle James Bonds so far mit ihren Freunden, also mit denen, die helfen, Miss Moneypenny und M und natürlich Q. Und dann da noch so ein paar Bösewichte, die ich auch gut fand. Ja, Moment, wen haben wir denn jetzt? Lass uns mal überlegen, wer ist er denn nochmal hier gewesen? Das ist Jérôme Krabbé. Wo war denn der nochmal ein Bösewicht? Im Angesicht des, die heißen ja nachher ach, alle ja, so ja, ja, heißt ja ein bisschen. Und ganz lustige Geschichte, seine Mutter hat die Untertitel gemacht, früher im Kino, und hat auch die Untertitel für James Bond gemacht. Aus der Region von Wissen, was keiner braucht, aber jetzt weiß es. Und dann hat er quasi in dem James Bond den Bösen gespielt. Mhm. Gut, sehr gut zu wissen. Ja, ne? Wenn ja, man im Kreuzworträtsel du das brauchst. Ne? Ja, da war irgend so eine unsägliche Talkshow mitmachen muss, die da immer im Fernsehen läuft. Was Klaus-Maria Brandauer, Klaus Maria Brandauer. 75 geworden, Christopher Walken. Tatsächlich. Louis Jourdan, Octopussy. Mhm. Dann ist hier die Katze. Genau. Also nicht die Katze, die unterschrieben hat, sondern er hier. Ja, der war auch in dem Robert Redford-Film Die fünf Tage des Kondors. Okay, und dann haben wir hier, von das Südo. War der ganz Böse, genau. Der doch da die komischen Voodoo-Tänze da gemacht hat, ne? Genau, Leben und Sterben lassen. Ja, ne? Der war cool, ne? Genau, mit der Jane Seymour zum ersten Mal, war ihre erste Rolle. Richard Kiel, ich glaube, der ist jetzt auch schon gestorben. Und das ist mein Lieblingsbösewicht, der heißt Michael Lonsdale. Das war Blomberg? Nee, Moonraker. Ja, aber wie heißt der gute Mann? Heißt er den Blomberg nee, oder so? Nee, war der nicht der? Blomberg, nee. Blomberg nee, war noch was anderes. Blofeld? Blofeld. Blofeld? Blomberg war der Fernsehsender. Aber nein, der hieß der nicht. Der hieß Drax. Ach, das war Hugo der nicht. Drax. Ja, gut, okay. Also, ich werde auch älter. Ich habe das auch nicht mehr alles so im Kopf. Ja, ja. Ich. Freust du dich schon auf den nächsten? Ich bin auch froh. Ja, auf den nächsten Bond? Es wird spannend. Also, ich habe Fotos gesehen. Die sind jetzt schon da Sachen am Probieren und Machen und Tun wohl. Ist so? Ja, ich meine, wo war das? Ich glaube, kann das sein, Kroatien oder sowas? Da waren irgendwelche Boote. Habe ich jetzt Fotos gesehen, haben welche Leute so Boote gerade getestet. Man meint, das ist das Filmteam, das könnte die sein, da was am Machen sind und tun. Weil die haben immer eine Menge Vorbereitungszeit. Ja, ja, das ist ja eine Riesenproduktion. Ne? Ja, genau. Sollen wir jetzt mal in den Keller gehen? Auf jeden oder Fall. Ist da noch was Interessantes, wenn ich da sehe, Lego-Fan? Nee, ist da das hier ist der, Lego der Millennium-Falken gebaut. Also okay, da ist er. Da wollen wir jetzt mal nicht stören. Nee, so weit geht das ich hab nicht. Ich habe hier noch ein Spandau Ballet-Autogramm, aber... Ach, aber jetzt du hast aber noch ein bisschen freie Fläche, ne? Ja, hat das auch noch was zu bedeuten hier? Ja, das hat mein Cousin gemacht, der Fotokünstler ist. Okay. Wir blenden sofort die www-Seite ein. Dann machen wir doch auch das. Wir gehen ja durch fast alle Räume und in diesem Raum ist schon so ein kleines Technikmuseum. Wie gesagt, der Rückprofernseher, der hat es jetzt nicht mehr überlebt, ja, der musste dann doch groß, weg, der war doch noch ein wenig zu groß. Aber hier sieht man doch wirklich ein bisschen Technik, da ist noch ein Oppo, da ist eine Playstation. Das ist ein VW50, war einer der ersten Full-HD SXRD-Projektoren von der Firma Sony. Panasonic hast du hier, dann hast du hier noch einen deiner ersten Sony-Verstärker, ein DA50ES mit Dolby Digital und DTS, hier Monitor Audio, ne, und so genau. Was. Ne? Und dann habe ich das hier entdeckt. Da habe ich natürlich im ersten Moment, nein, natürlich gewusst, was es ist, aber vielleicht weiß es der eine oder andere nicht mehr. So sahen ja die Hüllen damals aus bei den VHS-Kassetten. Ne? Marketingfilm war eine der bekanntesten Firmen, die Filme damals in die Videotheken geschleppt hat. Ah. Das weiß ich wiederum. Ja? Die hatten diese kleinen blauen Vorschauheftchen, wo dann so die Filme und die Schnitte und Szenen und alles sowas schon gezeigt worden ist auf Foto. Und das ist die Kassette hier. Und dann gab es den Trick, ne? Dann konnte man die so aufmachen, wenn die mal so ein bisschen blöd aussah, dann guckte genau. Man hier so rein, man musste so einen Knopf drücken hier und dann waren dann da 90 Minuten und wehe, du hast sie nicht zurückgespult, wenn du dir die ausgeliehen hast, dann durftest du eine Mark oder zwei ja, Mark stimmt. Strafe zahlen. Stimmt. Ja, also da musste auch immer zurückgespult werden. VHS-Kassetten, ja, und da hast du das Baby, das erste Großbild-Baby. Genau. Das ist ein Sanyo Z1 gewesen. Ich weiß, das ist wirklich das allererste Video, mein Gott, was sind wir hier am Schwelgen, das allererste Video von Grobi oder eins der allerersten Videos von Grobis habe ich gemacht, da gab es noch kein YouTube, habe ich dann festgestellt. Also ja. Ich habe das mal recherchiert und dann habe ich den Z1 und den Z2 und dann sage ich, hallo, mein Name ist Patrick Schappert, ich bin hier von Grobi, das ist der Z1 und das ist der Z2. Hallo liebe Heimkino-Fans. Mein Name ist Patrick Schappert, ich bin von Grobi, den Großbildspezialisten. In meiner Linken halte ich den erfolgreichen Sanyo PLV Z1, der allerdings in diesen Tagen einen großen Bruder bekommen hat, nämlich den PLV Z2. Dieser Projektor wird erstmalig auf der IFA nächstes Wochenende in Berlin vorgestellt. Und so weiter und so weiter. Müsst ihr mal suchen, gibt es auf jeden Fall noch online. Und der hatte dann diese Klappe ja. Und dann hatte der Lens Shift gehabt. Damit konnte man dann auch das Bild nach oben unbewegen. Und ich weiß, dass es tatsächlich noch Kunden gibt, die bis heute mit diesem Gerät noch ihre Filme gucken. Wir haben den damals auch zusammen noch angeschlossen. Das war noch eine andere Gebude. Genau.
Genau, da hat man diese Komponente, YUV, Komponente, F-Bus, ne? Mickey Maus-Stecker, genau. VGA-Eingang, ne? Service Port, Reset, das gab nämlich schon mal die Zickerei, dass der hängen blieb. Und so weiter und so weiter. Und dann hatte der die Blasebalgnummer schon? Ne, die hatte der noch nicht. Die haben die Jungs dann später eingebaut. Da konnte man im Blasebalg den Staub wegwischen, beziehungsweise wegmachen. Mann, Grüße an Sanjo. Die Jungs, die waren gut. Das hat Spaß gemacht. Ja, also, es bekommt immer ein Ehrenplatz. Immer schön festhalten, genau. Und diese VHS-Kassette. Genau. Ja, okay, wir gehen mal ganz langsam rückwärts. Weil wir sehen uns ja, bewegen uns im Moment das Weinglas, nicht zu vergessen. Das Weinglas. Wir haben jetzt hier, sind wir ja im Keller, da gibt es noch einen Wellnessraum, der ist natürlich auch mit schönen, netten Bildern. Und dann haben wir hier Stonk, oder ja, Stonk, oder wie heißt der, ne? Und dann ja auch einer meiner definitiven Klassiker, Harrison Ford, Blade Runner. Und dann hast du, was hast du hier? Sind das Originalausschnitte aus Zeitungen von irgendwo? Nein, das war Anzeigen oder so? War ich, glaube ich, mit Schüleraustausch irgendwo und habe das gekauft. Das sind jetzt mehr so Erinnerungsgeschichten. Ist das Französisch? Ja. Oh, okay. Gut. Chips hast du aber auch. Ja, ja, da ist das Lager, wenn man im Kino Hunger kriegt. Dann geht man quasi hier hin und da ist das Trink- und Esslager. Sehr, wahnsinnig gesund. Na gut, aber das nimmst du ja daneben an wieder ab, habe ich gesehen. Und da ist Truffaut, da ist die amerikanische Nacht. Aus welchem Jahr? 74, 73, 74, muss man unten gucken. Ein Film, der ohne Einwand gelobt werden kann. Er bringt nie tragischen Tiefgang ins Spiel, sondern löst alles durch Witz auf. Frankfurter Neue Presse. Heißt, er ist oberflächlich. Das ist aber schön anzugucken. Das sah gut aus. Jo, jetzt kommen wir hier so richtig in die James-Bond-Welt rein, ne? Weil hier ist ja auch noch mal einiges von James Bond, ne? Ja, genau. Also hier unten ist bis auf da vorne ist eigentlich nur James Bond. Du bist ein großer James-Bond-Fan? Ja, das war auch, das ist halt, was du mit der Jugend verbindest, ne? Wenn du 16 bist und du siehst auf einmal, wie so ein Agent ist und wie diese heißen Mädels da. Welche, genau, wie du einfach das gehen kann mit den Frauen, da fühlst du dich natürlich angesprochen. Und, ich mag die Filme, hat jetzt ein bisschen nachgelassen natürlich, aber ist schon Teil der Jugend, den habe ich quasi hier aufgehängt. Also so manchen Film würde man heute, glaube ich, gar nicht mehr wagen zu drehen, was das Frauenbild angeht. Nee, absolut nicht. Also da habe ich auch mal reingeguckt. Nein, ne? Nein, also ich meine... Da wäre ja sofort Me Too und was nicht alles, ne? In Goldfinger, ne? Also ich meine, zwingt der guten Frau einen Kuss auf, dafür ist heute deine Karriere beendet. Ja, da ist der weg, ne? Ja, genau. Schön war es trotzdem. Nein, vergiss es. So, weiter geht's. Was haben wir hier? Das ist mein Lieblingsbond. Der hat natürlich eine Mission. Ja, ja, absolut. Und da war ich auch mal auf Korfu, auf der Insel, wo sie den gedreht haben. Das war natürlich für mich ganz toll. Diese Anfangssequenz da, ne? War das, wo das englische Schiff kaputt ging oder sowas? Genau, genau. Wo die da alle untergehen, ne? Das genau, war ein bisschen dramatisch. Ist der einzige, ich will nicht nerven, wenn das zu viel ist, aber der einzige, wo Bill Conti die Musik gemacht hat. Ja. Und der hat Rocky gemacht, Bill Conti. Und das ist der einzige Bond, wo er das... Für mich auch die beste Bond-Musik. Und das ist diese Anfangsszene, die würdest du heute auch nicht mehr machen, wo der Blofeld im Rollstuhl von dem am Helikopter in den Schornstein rein. Genau. Wäre politisch äußerst unkorrekt. Macht man heute nicht mehr. Nein, macht man heute nicht mehr. Aber damals in den 80ern... So, hier hast du die Bond-Girls und dann hast du nochmal... Natürlich Gang und Gäbe. Auch noch eine schöne Geschichte. Sie spielte Gräfin Lisa von Sahn und war damals die Frau von... Pierce Brosnan. Nee. Ja, und die war quasi bei den Dreharbeiten zu dem Bond schon da, also die ist dann leider gestorben, deswegen war die Frau. Damals haben die ja schon mit ihm verhandelt, dass er Bond werden sollte, aber es ging nicht, weil er noch bei Remington Steele unter Vertrag stand. Gut, wir gehen mal hier rüber, weil hier guckt mich nochmal so eine große Wand an. Da ist doch Omen, ja, nicht Domen, das, Omen. Da ist das Omen, genau. Boah, das war ein furchtbarer Film damals, als ich den gesehen habe. Ja, also heute ist der natürlich, heute lässt er den wahrscheinlich im Vorschulprogramm laufen, je nachdem, aber damals war das schon übel, das Ding. Das war so die Szene, die Reihe, wo diese ganzen Horrorfilme so auf den Markt kamen. Das war jetzt zwar nicht ganz der blutigste, aber auch nicht ohne war der, ne? Ja, also ich glaube auch heute ist der noch dramatisch, weil die Musik so unterschwellig ist, ne? Mit dem Chor und so, ne? Genau. Ja, habe ich in Erinnerung. So, den kennen wir alle. Ja. Egal fast welchen Alters. Ja. Und das ist die Tiefe. Das war ein Film, der war, glaube ich, kurz nach Der Weiße Hai oder so kam das, glaube ich. Ne? Genau. Spielt da auch unter Wasser. Ne? Der war gar nicht mal schlecht, war der war gut. Toller Film. Ja. Nick Nolte dreht jetzt Honig im Kopf mit Til Schweiger. Er sieht heute etwas verändert aus. Ja, ja, er hat etwas zugelegt. Jacqueline Bisset
Sieht auch etwas verändert aus, aber natürlich immer noch toll. Star Wars. Guck mal hier, yes. Da ist Kenny Baker, ist der Typ in der Tonne, ne? Genau. Der war doch richtig, ne? Genau. Oh, er ist auch leider schon tot, ne? Pete Postlethwaite. Genau, der ist mir bekannt geworden über Jurassic Park. Das wäre mir relativ neu. Nein, der hat bei Jurassic Park mitgemacht, die Gruppe angeführt von, Teil 3. Ach so, ja, okay. Ne, da hat er noch mitgespielt. Ja, das kann sein. Nicht den ersten, das war ein dritter oder so. Ja, ja, da habe ich den so zum ersten Mal so wahrgenommen. Das irgendwie. Kann sein. Der hat in meinem absoluten Lieblingsfilm, der heißt Die üblichen Verdächtigen. Ach, da war der auch. Genau, ja. Genau, da war der Anwalt. Sollen wir das Ende verraten? Ha! Nein, machen wir nicht. Übliche Verdächtige, super Film. Super Film, wehe, einer verrät euch das Ende. Genau. Freundschaft, alles gekündigt. Das ist vorbei. Ja. Und Charles Bronson. Ja. Ja. Der ist aber auch nicht mehr, ne? Nee, nein, der ist lange, lange leider auch nicht mehr. Ja. Ihn habe ich jetzt gesehen in, wie hieß der noch? Da hat er den Mafia-Boss da Al Capone gespielt. Weißt du, mit Nee, da hat er nicht mitgespielt. Untouchables? Aber. Doch, Untouchables, das ist klar. Das war doch mit Sean Connery. Genau, wo er den Nebendarsteller Oscar bekommen hat. Und Kevin Costner. Ah. So, auch ein super Film aus den 80ern. Ja. Tolle Musik von Ennio Morricone. Sehr richtig. Der lief jetzt im ZDF oder irgendwo habe ich ihn abends gesehen. Und ich denke, der Film, der funktioniert ja immer noch. Da habe ich dann gesehen, wie alt ich geworden bin, weil der ist irgendwie 30 Jahre alt. Da gibt es doch diese schöne Szene, wo er sagt, typischer Italiener, kommt mit einem Messer zur Schlägerei. Ne? Ja. Ja, ja. Und das hier ist Sir Laurence Olivier und Michael Caine. Ist auch für mich ein ganz toller Film und der große Matt Damon. So, genug geredet. Wieder. So, nach der zweiten Flasche Rotwein dürfen wir langsam reingehen. Wir haben ja zwischendurch immer 2 Stunden Pause gemacht. Man merkt es uns überhaupt nicht an. Wir gehen jetzt mal in das Kino. Jetzt müssen wir noch mal eins sagen, wenn wir jetzt über das Kino reden, weil ich glaube, wir sollten einen Cut machen, weil es ist so duster da drin, dass wir gleich nicht mehr viel sehen werden. Deshalb haben wir einen Scheinwerfer mitgebracht. Ach so, sehr gut. Der Raum war so geplant. Sag mal, was für der Größe vom Raum? Ja, keine Ahnung. Ich plane das. Hättest du das vorher noch gewusst? Nee. Dann weiß generell vergesse nicht. Ich das auch. Keine Ahnung, 3x4, 3x6, 4x6, ich habe keine Ahnung. Wir werden das gleich prüfen. Ja, muss den wissen. Hast du dir komplett selber damals gebaut oder wie war das? Wir haben ein bisschen dir geholfen, indem wir gesagt haben, was ist. Echt? Ja. Deshalb ist er so dunkel? Für mich müssen die Sachen funktionieren. Genau, deswegen ist er so dunkel. Für mich müssen die Sachen funktionieren, aber ich habe wirklich handwerklich gar nichts auf der Pfanne. Und ihr hattet diesen Service noch nicht, dass man das quasi für Geld bei euch erwerben kann. Geld also und muss Liebe. Ich das ja selber machen. Geld und Liebe. Und dann habe ich quasi das gemacht, was ich konnte. Kabel verlegen, so dass man einigermaßen nicht sieht. Aber du bist da regelmäßig drin? Ihr seid da regelmäßig drin? Ist ja dunkel. Ist dunkel, guckst aufs Bild und hast einfach Spaß. Ich sehe immer mit Freude diese Videos, wenn Leute das wirklich toll machen oder toll machen lassen. Wenn ich nochmal die Wahl hätte, würde ich das auch machen. Hatte ich aber nicht. Und für mich ist, muss ich auch sagen, also quasi der Genuss von dem Film auch ein bisschen im Vordergrund. Und wenn der dunkel ist, dann... Sieht man wahrscheinlich mehr. Nee, ich zeige es euch aber gleich. So, wir wollen sagen, wir machen einen sogenannten Cut. Nur nehmen wir einen kräftigen Schluck aus dem netten Gläschen hier. Und dann schauen wir uns das mal da drin an. Das ist, glaube ich, der erste Film, wo ich durchgängig ein Glas in einen Teil fällt. Ja, Genuss gehört dazu. Das ist einfach. Genau, du verkaufst auch Genuss. Wir verkaufen Genuss, genau. Wir sind mittendrin im Genießen. Und jetzt sind wir in dem Raum, den du damals, als du mit dem Architekten und wem auch immer da zusammengesessen hast, so als Kinoraum geplant hast. Genau. Aber so Pi mal Daumen dann, würde ich mal sagen. Ne? Weil die Maße und so, also ich würde sagen, wir sind so ungefähr bei 3,5 Meter in der Breite. Ungefähr 3,5 Meter und wir haben ungefähr eine Tiefe von 6 Metern. Ja. Ne, das könnte hinkommen. Wenn du das sagst. Ja. Ich würde sagen, ja. Das ist eine 270-280er Leinwand um den Dreh, eine 16:9. Du hast ja da eine schwarze Wand gemacht. Das ist ja alles Beton. Das heißt, das hat ja hier wie eine Höhle Gehalt. Genau, das war ein Riesenproblem am Anfang. Also ich habe Teppich und das war's dann. Und dann war der Christian Out, hieß der, glaube ich. Ne? Mhm. Der war da und sagte, Stefan, du musst dir mal so diese Dinger hier kaufen. Ne? Mhm. Und dann habe ich davon... Keine Ahnung, ich sag mal 6 oder 8 bestellt. Jetzt erkennst du auch, das sind nämlich die, die heller sind. Mhm. Ja? Und habe die so aufgehängt. Hier war also dann noch gar nichts. Und dann, ich gebe das auch einfach zu, ich bin handwerklich, habe ich eben gesagt, die totale Niete. Dann habe ich irgendwie 2 Jahre später gesagt, ist gut. Hört sich bestimmt besser an, wenn du nochmal welche bestellst. Dann habe ich nochmal gedacht, bestell dir mal 6 oder 8 von diesen Dingern. Habe ich ja noch im Internet gemacht, also so eine Akustik-Schau-Musikfirma. Mhm. Und habe aber nicht genau geguckt, dass 6 mal 8 kamen. Also es kamen nicht die 6 oder die 8, sondern pro Paket, wo ich draufgeklickt habe, waren dann 6 oder 8 drin. Und das habe ich daran gemerkt, weil bei der Lieferung war dann die ganze Garage erstmal voll. Aber deswegen hängen die jetzt überall. Ja, die waren ja auf einmal alle da. Zu meiner großen Freude, das wirst du gleich hören, ist aber der Sound dadurch
total brillant, weil du hörst ja hier, das merkst du ja selber vom Sound her, du hörst ja nichts mehr. Das heißt, alles, was an Reflexion da ist, ist weg. Aber man sieht zum Beispiel daran, wie das angebracht ist, dass ich wirklich von Handwerk nichts verstehe. Ist aber egal, es hält, weil es fällt doch nicht um den Kopf. Es hält und es ist ja auch dunkel, wenn der Film läuft. Ja, das ist sauduster hier, das muss ich echt sagen. Du hast dir dann Lämpchen vorne hin gemacht, kannst die irgendwie getrennt schalten, musst du mit der reden, mit der Lampe oder geht das von alleine? Nee, also das war... Das ist noch klassisch, Schalter. Ja, das war klassisch, dahinter Schalter. Ja. Und dann hatte ich hier noch Auslässer für diese Mittelgeschichten, als wir mal 7.1 hatten. Ja, genau. Ne? Mhm. Und die habe ich dann weggenommen, als du mir von Auro erzählt hast, was für mich ein phänomenales System ist. Also ich liebe Auro, das ist wirklich ein perfekter Klang. Dann habe ich die wieder zugemacht und habe das Zeug davor gehängt, damit du dann nicht mehr siehst, wo das Kabel rauskam. Und das war es. Ne? Ist eine geile Hütte geworden, ne? Schöne Höhle. Ja, ja. Und du hast ja bei der Breite, ich weiß noch, da haben wir nämlich noch diskutiert mit den Sitzen, da mussten wir nämlich ein bisschen in die Individualität gehen mit Movia, ja. Weil du brauchtest sehr schmale Lehnen, brauchtest du, damit wir das sauber hinbekommen. Und vielleicht zeigt der Frank uns das mal eben, wenn wir uns nämlich jetzt mal hinsetzen. Jetzt würde ich auch am besten mal dahin. Du setzt dich da hin. Ich da hinsetzen. Ja, ich habe nämlich eins gemacht, ich habe den Sound auf einen Sitz optimiert. Ja, okay. Ne? Ja, okay. Und deswegen, dann kriegst du heute den ersten. Okay, und das ist jetzt eine Weltpremiere, weil er hat doch tatsächlich zwei Becherhalter plus einen eigenen Rotweinhalter hier in einer Lehne drin. Also ihr kennt das normalerweise, Fach und ein Becherhalter. Nein, hier kann ich Bier, hier kann ich Wein, hier kann ich alles reinstellen und habe noch hier entsprechend das Ganze. Also haben wir alles gemacht mit dem, was war das, glaube ich, 10, 15 Zentimeter ungefähr muss das sein, ne? Ja, ja, der musste kleiner sein. Und ein Fach haben wir hier hinten noch. Genau. Und die beiden vorne, hinten, also oben, genau. Unten, kann man alles individuell einstellen. Sie. Wir sitzen ungefähr 3 Meter ungefähr weg, ne? Mehr ist halt nicht. Nee, das ist nicht mehr. Man hat schon, es ist schon sehr, sehr intensiv, muss ich sagen. Je nachdem, welchen Film du guckst. Was hast du jetzt zuletzt geguckt? Ich habe jetzt die restaurierte Variante von der Matrix geguckt. Ja, war nicht schlecht, ne? War nicht schlecht. Ich habe zuerst die Atmos-Spur gehabt, aber nach einer halben Stunde habe ich wieder auf Auro umgestellt, weil einfach zu wenig los war. Ich habe nur den ersten Teil geguckt. 2 und 3 habe ich noch nicht angetan. Nee, muss man, nee. Also muss das man nicht, war ne? Dann auch vorbei. Erste aber die okay, Story, ne? Wenn man es... Funktioniert noch, ne? Gesehen hat, die funktioniert. Das ist wirklich, gibt ja so Filme, die so... Die klappen nicht mehr. Die klappen nicht mehr. Mhm. Leider jenseits von Afrika so ein bisschen. Aber die, der klappt noch. Ja? Und die Story ist auch wirklich gut. Wo ich ganz enttäuscht war vor 2, 3 Jahren Highlander. Da war ich richtig enttäuscht. Boah, was sind das für Dialoge und Schnitte und so? Das hatte gar nicht mehr geklappt, muss ich echt sagen. Also das war ganz tragisch. Habe ich. Weil es war so einer meiner absoluten Lieblingsfilme damals. Aber Highlander jetzt zu gucken, war hart. Tat echt weh. Okay, du hast ja 4, hast du hier, ne? Das ist richtig, ja klar, 4. Dann haben wir da den Seitengang, haben wir da. Genau, von der Nummer 2. Genau, von der Technik müssen wir sagen, du hast ja hier eine Technik und ich sag mal, der hältst du ja schon die Treue, ne? Um es mal so auszudrücken. Ne? Du hast jetzt hier noch Monitor Audio, glaube ich, oder Dali? Nein, ist Dali drin, ne? Dali haben wir drin. Welche ist es? Oh, ist es Dali? Lass mich da nicht fragen, weil ich bei dir kaufe. Warte mal, komm, ich muss mal gucken, ich weiß jetzt selber nicht. Ich hätte mal vorher in die Rechnung gucken sollen. Oder was haben wir denn hier? Das ist eine Dali, es hat einen Sensor. Ich würde sagen, das ist eine Dali Sensor 7 ist das, genau. Das ist eine große Sensor 7. Da haben wir ein SVS, haben wir da. Da haben wir eine Sensor Vokal. Da wieder eine Sensor 7. Und hier oben hast du später dann die Fasson dran gesetzt. Das Gitter, ist das eigentlich egal? Was haben wir da? Ist das Gitter auf? Da muss das Gitter ab. Da ist es richtig rum, das Gitter. Egal, also. Das fällt auch nicht auf, ist ja dunkel. Also wir haben hier ein Auro-System und du hast selber gesagt, du machst Auro, dann wahrscheinlich alles mit Auromatik, ne? Oder? Ja, genau. Das lässt dann laufen, ne? Ja, genau. Wirst du gleich hören, ist brutal gut. Ja, das glaube ich. Und Leinwand ist eine 16:9, nicht maskierbar. Da könntest du natürlich auf Sicht irgendwann mal noch was rausholen. Weil der Raum ist ja so duster, dass du natürlich dann auch noch ein bisschen sehen könntest, je nachdem. Nee, genau. Also das nervt auch. Quasi das Maskierung? Dieses, ja, genau. Ja. Die Nicht-Maskierung nervt, weil ich dieses Grau kann ich einfach nicht mehr sehen. Also da werde ich irgendwann noch mal... Warum hast du 4 melden. Fernbedienungen da? Ja, weil mir die andere zu läppisch ist. Ich habe die Harmony da hinten stehen, da in meinem Teil. Aber das ist einfacher so. Das ist einfach schnell. Ja, weil bei der Harmony musst du immer anklicken, dann wechselt der das Programm, dann drückst du, mir dauert das zu lang. Vor allen Dingen, für was brauche ich das? Ich mache das Ding an, dann läuft es und dann ist gut. Okay. Machst ja nicht zwischendurch, ja, Pause machst du ja eigentlich nicht, ne? Lass uns mal nach hinten gehen, wir gucken mal, was da hinten ist. Sehr gerne, nach hinten. So. Wie häufig guckst du mit 6 Leuten dann hier? Lustigerweise habe ich so eine Kinotruppe, da gucken wir 1-2 Mal im Jahr. Ja. Du bist ein guter Beleuchter, bist du. Achso, ich habe dir das Licht weggelegt. Nee, es ist sehr gut, hast du es genau richtig gemacht. Ja.
Und was hast du gesagt? Einmal bis zweimal im Jahr? Einmal bis zweimal im Jahr gucke ich mit denen. Und dann wollen die nicht häufiger kommen? Ja, das ist eine Tür. Freundin wohnt in Kanada, die ist nicht so oft da. Oh, das ist nicht so oft da, so. Ja. Cool. Und ich gucke mit eigentlich sehr, sehr guten Freunden von uns, der Kroate ist und gerade das Spiel verfolgt, was wir gerade nicht sehen können. Der kommt auch einmal die Woche, einmal in zwei Wochen. Wir sind heute ist Mittwoch 2018, Juli, und heute spielt Kroatien gegen England. Sie, genau. Und das tun wir uns hier gerade an. Ja. Ja, hätten wir vorher vielleicht in den Kalender schauen sollen, wie auch immer. Wir werden es ja gleich mitbekommen. Genau. Du hast hier deine wichtigsten Scheiben. Ja, also ich habe nicht richtig Ordnung gehalten. Das sind die jetzt noch da sind, die müssten eigentlich fast alle nach oben gehen. Das sind welche, die ich noch nicht geguckt habe, und die UADs lasse ich dann halt noch hier. Und dann hast du da oben und da rechts, links hast du dir eben auch, oder war vorher was anderes drauf? Oder? Ja, ich hatte da vorher so große Modern Short, glaube ich. Modern Short war das, ne? Genau. Genau. Da hast du die drauf? Da habe ich die drauf. Fasson, und dann, da oben da der andere? Die, genau, und der andere steht neben der Tür. Siehst du mal, geht doch. So, und dann haben wir hier den Verstärker. Und er ist freigestellt. Er lässt alle Abwärme nach oben hinweg. Ja, also ich habe das nie für möglich gehalten, dass Verstärker so warm werden können, wie dieser warm wird, wenn der so Filme sieht wie Blade Runner 2049 oder den Dunkirk. Das Ding ist kochend heiß. Kochend heiß. Ja, der wird ja auch ansonsten für, was haben wir denn überhaupt jetzt da ein? Das ist ein 6300. Mächtiges Schiff. Und der kann schon was, aber ist richtig, der wird schon lecker warm. Ja, also ist. Ja, ist so. Ist so. Ist so, wie das ist. So, was haben wir sonst noch? Du hast noch. Was machst du mit dem? Ist das jetzt die Sache mit der Musik? Nein. Das ist, da ist halt ein iMac dran. Nee, die sind in einem anderen Raum. Da ist ein iMac dran, um quasi Bilder zu sehen. Ne? Also die Fotos sind ja sehr, sehr, sehr hochauflösend. Das schafft der Oppo nicht. Und darüber kannst du dann quasi die Urlaubsfotos in der vollen Auflösung auf dem 4K-Beamer machen. Mittlerweile kann das ja auch die neue Apple-Box da, aber ich hatte den iMac da und so habe ich dann auch einen Computer da. So, Batterie wieder aufgeladen. Kleiner Insider. Oben haben wir jetzt einen Beamer, einen 4K-Beamer. Ah, das weiß ich, ja. Ah, du weißt nicht, welches Modell? Nein, ich weiß, dass der von Sony ist und dass ich mit dem Bild zufrieden bin. Das ist doch das Wichtigste, ne? Ja, das ist ein genau. Sony VPL VW300. Gehört zu den ersten sogenannten nativen, also echten 4K-Beamern. Der hat natürlich hier viel Spaß auf der Leinwand. Mit der ganzen Technik, die da im Hintergrund ist, ist das natürlich eine saubere Kette. Und den hast du dir hier an der Decke befestigt. Da hing ja vorher mal der kleinere Sony, ne? Ja, genau, der weiße, den wir eben gesehen haben. Genau, der hing da auch mal. Genau, der hing vorher, aber ja. Das war ein Riesenschritt, muss ich sagen, von dem weißen zu dem. Ja, das glaube ich auch. Das war ja damals ein VW 50, ich bitte dich. Natürlich, das Willen, das habe ich gesagt. Nein, ich hatte danach ja auch nicht einen schwarzen. Da war noch ein Zwischenmodell dabei. Da war noch ein Zwischenmodell? Ja, aber war auch ein Full HD gewesen. Ja, da war ja auch nichts für 50, 90 oder irgendwas. Ich glaube, der steht noch bei dir. 90, 95 gibt es da. Genau. Das könnte sein, ja. Den hast du verkauft für mich sogar. Ja. Das war ein 3D-Ding. Genau, so einer war das. Das war ein 3D-Ding. So, jetzt müssen wir mal gucken. Du hast ja hier eine Stufe dir auch gemacht. Das hast du aber selber hingekriegt, ne? Ja, also ich habe den Leuten, die das Haus, also den Handwerkern gesagt, die sollen das machen. Ich selber. Das wäre, dann würdest du jetzt, da würde ich nicht gehen. Ach, da würde ich jetzt nicht stehen, meinst du? Nein, handwerklich. Ist das denn, das ist aber massiv, ne? Das ist einfach mit gegossen worden. Ist gegossen? Ja, als die hier quasi den Estrich gemacht haben, haben die dann ein Podest gemacht. Das war, beim Bau war das very easy. Die Decke, ist die was höher als sonst? Ja. Nee, ist überall gleich hoch. Also ich habe sehr hohe Decken hier. Ja, überall gleich höher. Ja, überall. Das ist die richtige Antwort dann. Ja. 270, 280 dann irgendwie wahrscheinlich. Ja, oder? Genau. Auch das weiß ich könnte nicht. Könnte hinkommen, so. Naja, Hauptsache du findest abends die Haustür, wobei das geht noch elektronisch noch nicht auf. Nee, ne? Das machst du noch von Hand, ne? Nee, Schlüssel, ein Freund von mir, der ist noch bekloppter als ich. Ja? Der hat in der Tat als einer der ersten mal so ein System gehabt mit Fingerabdruck. Ja? War blöd, als der Strom ausfiel. Ich dachte, war blöd, als der Finger weg war. So schlimm ist nicht. Cool, okay. Ich hier wieder hin? Du den Königsplatz. Ich den Königsplatz. Jawohl. Okay, also, es geht los. Das heißt, was machst du? Hast du irgendwie so ein Szenario, außer dass die erste Flasche Wein wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt schon so halb weg ist? Nein, so schlimm ist nicht. Also normalerweise, ich setze mich hin und dann trinke ich etwas Wein oder auch gerne ein Bier und so. Sonst gibt es kein Szenario. Jetzt, du musst sagen, was du gerne hören möchtest, ob du lieber ein Stück ultra auflösende Musik hören möchtest. Das ist auch eine Premiere. Wir hören nämlich jetzt wir sehen jetzt gar keinen Film, wir hören jetzt mal Musik hier. Das können wir auch machen. Ja, hau einfach mal rein, was du zuletzt gehört hast. Okay. Du bist ja auch ein großer Hans-Zimmer-Fan und überhaupt so Fan von Musik, Filmmusik, ne? Ja, Filmmusik mag ich wirklich gerne. Hans-Zimmer mag ich auch, aber ich mag
viele andere halt eben auch. So, jetzt machen wir das mal alles an. Aber so lange muss da jetzt keiner warten, oder? Vielleicht spulen wir schnell vor. Wir gucken mal. Aber du hast ja gesagt, das dauert gar nicht so lange. Wir machen jetzt einmal den Beamer an. Wir machen den Oppo an. Das ist richtig. Ich habe da mir so ein Ding da. So einen Infrarotempfänger hast du da hingesetzt. Genau. Und dann geht über ein Kabel, geht das da nach hinten durch. Genau. Und dann kann man nämlich, braucht man nicht die Arme sich verrenken, sondern man kann einfach auf diesen Infrarotempfänger halten. Der blinkt dann auch als Antwort, dass er das Signal empfangen hat. Und dann leitet er das Signal über ein Kabel weiter und dann geht es da drüben weiter. Alternative wäre Logitech, aber haben wir ja Gründe gehört, hat natürlich nicht so viel. Nee, Logitech steht auch da hinten, aber ich finde es von der Response-Zeit einfach zu lange. Schön. Und die Musik hörst du jetzt dann über Stereo oder hörst du die mit der Aromatik? Nee, ich höre die Musik, wenn die in dem UHD-Format, also in dem HD-Format ist, höre ich die grundsätzlich nur Stereo. Ja. Und wenn, wir hören auch gleich ein bisschen Konzertausschnitte, da habe ich sehr, sehr viel, die höre ich in 3D dann. Also da hast du da bis 7:1. Wie heißt es, dieses MD, dieses Master, Digital Master Tonformat, dieses normale, was 7:1 hat? DTS HD Master? Nee, ja, nicht DTS, sondern das andere. Dolby? Dolby. Ja, ja. Nee, DTS hat mehr. Also da gibt es Konzerte, die sind in dem 7:1 aufgenommen, gibt viele, die sind in 5:1 aufgenommen, aber alle in dieser Master-Spur. Und wenn du die dann auf dem 3D in dem kleinen Raum hier mit diesen Schalldingern hörst, das schon, geht schon ziemlich abgleich. Jetzt hörst du mal, wie man Geige spielen kann. Das ist aus Schindlers Liste. Das ist ein schönes Stück. Das ist im Original von Isaac Perlman, der noch besser Geige spielt. Und die Ann-Sophie Mutter hat ein tolles Konzert in Berlin gegeben, in der Nähe vom Prenzlauer Berg, in der alten Fabrikhalle, weil sie quasi ihre Klassik da mal hinbringen wollte, wo die normalerweise nicht gehört wird. Und hat da mit ihrem, ich glaube, das ist ihr Mann am Piano, dessen Name mir jetzt nicht einfällt, hat sie da ein Konzert gegeben. Wirklich toll. Dann sollten wir jetzt mal einen Cut machen und hören uns das mal in Ruhe an. Jo, lieber Frank. Also, lieber Frank ist der Kameramann gemeint, weil ich weiß, der wird den ganzen Film jetzt abfilmen wollen, aber den haben wir eigentlich schon. Lieber Stefan, das ist, wir sind jetzt eine Stunde später und zwei Flaschen Rotwein weiter. Nein, nicht ganz. Es macht eine Riesenlaune, wa? Ja, also das ist ja Genuss, ne? Also ich meine, wir haben Musik gehört viel und wir haben ein bisschen Film geguckt, aber eigentlich mehr Musik gehört. Das ist halt Genuss. Ja, ich muss auch sagen, also Musik auf der Blu-ray zu hören und das mit den verschiedenen Soundmischungen, die ja teilweise da haben, das macht eine Riesenlaune. Das ist, also ich tue es ehrlicherweise zu selten, muss ich echt sagen. Ich bin leider nicht so der in die Konzerte geht, aber so zu Hause, das in so einer Anlage zu hören, da ist man ja wirklich mittendrin und das macht eine Riesenlaune, wenn ich da sehe, wie Pink beispielsweise da gerade dieses, was war das, Cover-Ding von Queen gemacht hat. Ne? Genau, Bohemian Rhapsody. Bohemian Rhapsody, das ist ja der Wahnsinn. Ne? Ja, ja, habe ich ja nie gesehen und nie gehört. Darf ich auch keiner ranbauen, aber... Ja, also da gucke ich ja gerne zu und höre ich auch gerne zu, muss ich ja sagen. Ja, das ist, es ist ein bisschen problematisch, weil ich gehe sehr gerne und sehr oft auf Konzerte und die sind teilweise nicht so gut abgemischt. Das hört sich jetzt ziemlich bescheuert an, aber es ist so, wie ja, wenn gut, du zu Hause bist. Ja gut, aber was willst du machen? Ja, ja, aber es ist schon schade, weil das Live-Erlebnis ein bisschen darunter leidet, dass du den Vergleich von zu Hause hast, wo es oftmals besser klingt, was schade ist. Ja, über Kinos wollen wir generell gar nicht reden, über große Kinos. Da wird ja hart daran gearbeitet, wie ich jetzt mittlerweile weiß, im Hintergrund bei manchen. Aber das, was wir jetzt hier haben und das in einem Raum, der, wir schätzen mal, so zwischen 14 und 16 Quadratmeter Größe ist. Wie gesagt, 3 mal 6 Meter ungefähr, so um den Dreh. Das also Größe ist hier, glaube ich, nicht wirklich der springende Punkt. Nee, überhaupt nicht. Go. Ja, ich hoffe, dieses etwas andere Heimkino-Video war, wir haben ja doch ein bisschen auch über so unsere, ich glaube, teilweise sogar gemeinsame Jugend so ein bisschen gesprochen, von dem, was wir so alles in den 70er, 80er Jahren erlebt haben, war da mal wieder ein anderer Aspekt unserer Heimkino-Stories, die wir ja nun in den letzten Jahren hier aufgebaut haben. Und ja, wer Spaß dran hat, sich das Ganze mal live anzuschauen, ich lasse jetzt nicht die Adresse vom Stefan hier, ich sage nur, wir sind im Großraum Düsseldorf, Neuss, Krefeld, Mönchengladbach. Haha, habe ich mal weit gefasst, ne? So, aber wir sind in Karst. Karst bei Düsseldorf, da wo der modernste IKEA der Welt ist und die kleine Heimkinobude Grobi eben an der A57, A52. Kommt mal rüber, schaut euch das Ganze mal an und dann
Flasch Rotwein haben wir jetzt nicht unbedingt da stehen, aber dafür haben wir noch ein paar andere Leckereien. Also für Durst müsst ihr auch nicht bei uns. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal wieder bei Grobi TV. Projekt 50.000 läuft noch. Vielen Dank, dass ihr dran geblieben seid. Und wir gucken uns jetzt noch mal ein bisschen hier den Original Blade Runner in Englisch an, weil das ist auch so der Fall. Du guckst alles in Englisch. Ne? Ja, ich gucke nur in Englisch. Und weil, also, ja, ich habe es verstanden. Erzähl noch mal, sag's ruhig noch mal vor Kamera. Ja, also man schaut sich ja auch nicht die Mona Lisa an, wenn einer drüber gepinselt hat. Ja. Und der Schauspieler hat halt seine Stimme. Und auch wenn ich das auch nicht alles verstehe, dann nimmst du mal Untertitel, aber dann, also ich empfehle immer die Englischen nicht zu nehmen, nicht die Deutschen, damit du nicht umdenken musst. Und das geht. Wenn du bei einem Film 20% nicht verstehst, ist nicht so schlimm, finde ich, wie wenn du eine andere Stimme hast. Ja, so ist das. Vielleicht probiert das einfach mal aus, wie es ist. Weil bei Blade Runner ist die englische Spur der Hammer. Dagegen ist die deutsche echt fast schon wie Mono. Auch bei der restaurierten Fassung, leider Gottes. Und naja, das nochmal zum Abschluss. Wie gesagt, ihr seid herzlich eingeladen. Bis zum nächsten Mal wieder bei Grobi TV. Ciao. So, jetzt habe ich noch einen kleinen Schluck hier. Und ach so, möchtest du noch was? Nein, ich muss ja noch. Sonst ist das die erste Fahrt, wo ich mit dem Taxi nach Hause fahren muss. Und das Auto bleibt hier stehen. Und das wäre dann doch ein bisschen... Ich habe noch. Ich weiß, das weiß ich. Ich habe es gesehen. Prost. Prost. Prost.